Brrr. Es ist kalt, es schneit, es ist bald Weihnachtszeit. Ich befinde mich in Langenthal. Bei uns nimmt es heute Wunder, wie eigentlich die Langenthaler Weihnachten feiern. Grüß euch miteinander. Hallo, wie ist euer Name? Nadja Schmidli. Sie verschwindet gerade. Frau Schmidli, wie feiern Sie Weihnachten? Bitte? Wie feiern Sie Weihnachten? Ich freue mich sehr wegen gutem Essen mit Familie, in Stube sitzen warme oder spazieren in Natur. Einfach Geschenke und genießen. Er will auch noch etwas sagen, ja? Ja, sicher. Okay. Dagobert, du sagst etwas. Aber er darf auch dabei sein an Weihnachten? Sicher, sicher. Tiere gehören dazu. Hoffen Sie auf weiße Weihnachten? Ja, hoffentlich, ja. Also, jetzt haben wir auf jeden Fall. Ja, ich habe das gern. Ich bin glücklich. So große. Ich auch. Auf der Weihnachtsspur, ob es der Weihnachtsmann ist oder Samichlaus, ich gehe dem nach. Es sieht fast so aus, als wäre der Weihnachtsmann im Langental. Und pups, Sterni ist schon davor. Hoi, wie ist dein Name? Schei. Schei? Mhm. Du Schei, ich bin hier am Nachen. Forscht, ob das am Weihnachtsmann seine Spuren sind. Könnte das sein? Weiss nicht. Hast du nicht eine Ahnung? Du bist ja von unten raufgekommen. Ist dir nichts entgegengekommen, so eine Art wie ein Weihnachtsmann oder der Schmutzli? Mhm. Wo feierst du Weihnachten? Daheim. Mit der Familie? Ja. Bist du aus Langenthal? Ja. Dann wünsche ich dir aber ganz schöne Weihnachten. Mhm. Ich habe sie, glaube ich, gesehen, und zwar sind sie da vorne. Ich vermute, es ist der Samichlaus, es ist auch in Rot. Kommt mit. Ich habe ihn, glaube ich, bin ihm auf der Spur. Moment, kommt mit. Grüß dich wohl. Sie, jetzt bin ich fast ein bisschen enttäuscht. Warum? Wir haben gemeint, es sei der Samichlaus. Sie sind die Frau. Klossner. Wo feiern Sie Weihnachten? Daheim und bei der Tochter. Das Kinder. Also Heiligabend plus 25. Nur am 25. Was gibt es aber Feins an der Weihnachten? Das lassen wir uns überraschen. Ist die Überraschung hier drin? Nein. Schöne Weihnachten! Okay, jetzt testen wir, welche Geschenke das am besten gehen an der Weihnachtszeit. Kommen Sie doch gerade mit. Wir sind von Onyx TV und wir wollen fragen, welches Parfüm jetzt um die Weihnachtszeit am besten läuft. Also natürlich immer die Neuheiten. Lancôme, La Vie est Belle, Gucci. Was würde zu mir passen, so ein George Clooney Typ wie ich bin? Yves Saint Laurent. Das ist gut. Sehr gut. Eure Mitarbeiterinnen verstecken sich, gell? Ja, 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 ja. Wie ist der Name? Morena. Morena, los. Es ist Weihnachtszeit. Und bei euch laufen Geschäfte hoch durch. Ja, welches Damenparfüm läuft am besten? Ich würde jetzt mal Lady Million sicher sagen. Chador habe ich jetzt schon manchmal hören. Ja. Das sind Artikel, die boomen. Ja. Kommen wir zu der Weihnachtszeit. Wo feierst du Weihnachten? Daheim. Familie? Natürlich. Bist du aus Langenthal? Nein, ich bin aus Mümliswil. In dem Fall arbeitest du bis am 24. am 4. Ja. So, Parfüm wissen wir Bescheid im Langenthal, aber Telefon ist doch auch so ein Baum. Das erwartet ihr eigentlich schon auf mich, ohne dass er es weiss. Hallo. Er ist gerade am Telefon, aber ich glaube, wir werden ihn schon auch noch fragen, wo er feiert und was sein meistverkaufter Anteil ist. Kommt mit. Kommt das. Mein Handy. Hallo, wir sind von Onyx TV. Wie ist dein Name? Typhoon. Typhoon, wo feierst du Weihnachten? Hier, daheim. Ist das dein Zuhause hier? Zollendorn. Also, ich feiere Weihnachten. Ah, du feierst nicht. Aber gleich Heiligabend, ein bisschen fein essen. Das sowieso, ja, ja. Typhoon, der beste Artikel hier drin jetzt um die Weihnachtszeit? Das teuerste natürlich, das iPhone. Zeigst du mir so ein spezielles, das neueste iPhone? Da vorne, leg. Hier. Das ist das teuerste iPhone. Der iPhone sagt das. Preis?
Es kommt darauf an. Anbieter, Speicherkapazität. Aber die, die ich sehe, dort noch Glitzersachen, geht das auch noch gut an? Schau. Ja, vor allem bei Frauen, ja. Andrea, für dich? Für dich? Okay. Der Preis ist 49 Franken, gell? Ja, ja. 50 Franken, 49, 95. Gell, wir haben oben um 4 Uhr offen. Wann? Am Heiligabend. 5 Uhr, glaube ich. 5 Uhr, ja. Wir sind fast ein bisschen unsicher. Wir vermuten fast, alle arbeiten bis um 5 Uhr. Aber das macht dir auch nichts aus, gell? Ah, nein, ich arbeite gerne. Taifun, ganz schöne Weihnachten wünsche ich dir. Merci. Merci. Habt ihr gewusst, dass es in Langenthal auch ein Skateboard- und Snowboard-Geschäft gibt? Ich gehe es besuchen, die feiern ganz bestimmt ganz gut. Schneezeit, Snowboardzeit. Hey, Kevin, alles klar? Tschüssi. Läuft das Geschäft? Ist alles gut? Ja, kommt gut. Ist natürlich auch eure Saison, gell? Wintersaison. Viel, ja, viel Bars verkauft, Kevin. Noch ein bisschen verhalten gesehen, aber alte wäre es nicht schlecht gesehen. So. Also vom Schnee her Dezember, wunderbar, gell? Super, ja. Jetzt sollte es nur noch ein bisschen mehr kommen. Was ist das meistverkaufte Artikel bei euch in diesem Geschäft? Soll ich sagen, Kappen laufen momentan gut. Ein bisschen Schuhe. Ja, ein bisschen allerlei, alles eigentlich, ja. Gibt es etwas schon Wunder? Wunderbares, das schon exklusiv ist, zum Beispiel wie ein Snowboard, das fast fliegen kann? Nein, nur solches. Nur. Wo feierst du Weihnachten, Kevin? Familie. Das ist schon ein bisschen familienbedingt, gell, so Weihnachten. Und Geschenke der Freundin? Keine Freundin, wieder Single. Geschenke der vielen Freundinnen? Nein, Scherz, Kevin. Aber du freust dich, hast die Weihnachtszeit gern? Also die Zeit, wo man feiert und zusammen ist mit den Eltern? Mal. Essen, Wein trinken. Passt mir. Hast du auch noch ein bisschen Freizeit für dich? Eine Woche oder so? Nicht gross, nein. Nach der Weihnachten geht es weiter hier. Silvester, wo feierst du? Hauptsächlich mit der Mutter daheim oben. Da geht es aufladen und ein bisschen feiern. Ein bisschen gemütlich einfach. Kevin, ich muss dir sagen, ich flüchte mit dem Board und gehe ein bisschen in Schnee gehen snöben. Mach's ganz gut. Danke, tschüssi. Ciao, Kevin. Ich habe Lust nach Ferien. Wie ihr seht, die Schweiz ist bereit, Langenthal auch. Wir gehen sie auch schnell fragen, wo geht es eigentlich her? Über die Weihnachtszeit? In die Sommerferien oder Winterferien? Wir gehen sie doch gerade selber fragen. Grüezi miteinander. So. Grüezi, wo? Wie ist euer Name? Mein Name ist Backenstoss. Frau Backenstoss, ich habe eine Frage. Wo gehen die Leute am meisten in die Ferien über die Weihnachten? Für welche Firma arbeiten Sie denn? Für die Firma Schweiz 5. Harmlos, aber wunderschön. Wie berichten über Langenthal? Aha, das ist schön. Wo gehen die Leute über Weihnachten in die Ferien? Die gehen auf Kanarische Inseln und Ägypten auch noch. Mhm. Also Sie haben jetzt ein bisschen satt über den Schnee hier und dann wollen Sie in die Wärme. Ja. Gibt es auch Winterferien, die hier gebucht werden für viel Schnee? Ab und zu, ja, kommt vor. Schweiz oder Österreich oder wo gehen Sie meistens hin, die Leute? Schweiz. Ich glaube, Sie müssen wieder arbeiten. Genau. Schöne Weihnachten. Ja, merci. Ade. Was mache ich? Silvester, was lege ich an? Weihnachtsding beim Chico in Langenthal. Hallo. Ich bin nicht der Weihnachtsmann, sondern ich bin der Juicy von Onyx TV. Wer bist du? Gary. Gary hat ein Problem. Hast du? Und zwar ein grosses. Und um was geht's? Wo feierst du Silvester? Mit Freunden. Ich zwar auch. Was leihst du am Silvester? Ja, wir hätten schöne Kleider, für, aber eigentlich nur für Frauen. Da könnt ihr jetzt gut beraten. Ich suche einen roten String. Hast du so etwas? Nein, leider haben wir keine Unterwäsche. Gary hat keine Unterwäsche. Was würde zu mir passen jetzt als Frau? So zum Beispiel das rote Oberteil. Hast du gerne rot? Ja, wollen wir schnell probieren? Oh. Moment, der Kameramann. Zum Beispiel so etwas natürlich. Das würde zu mir passen? Das würde zu dir passen, weil du dunkle Haare hast. Grüße. Less. Täusch dich nicht, ich habe aber weite. Willst du es probieren?
Darf ich das schnell probieren? Sicher, willst du noch Rock dazu? Ich lege noch ein Röckchen an. So, und ich wäre für euch bereit. Und zwar kann es bei mir losgehen. Silvester in Gold. Das Rot ist mir leider nicht gegangen. Danke dir vielmals. Nach meinen schönen, wunderbaren Chicorée-Kleider ob dich jemanden fragen, der wirklich verrossen hat, muss krampfen. Ich vermute, du bist fast im Stress. Komm, wir testen doch das. Grüß dich miteinander. Grüß dich wohl. Sind Sie im Moment im Stress? Wie am Morgen. Ich habe es vermutet, wo feiern Sie Weihnachten? Daheim. Haben Sie auch Tannenbaum daheim? Ja, natürlich. Einen natürlichen oder einen künstlichen? Nein, ganz natürlichen. Haben Sie auch noch Kinder oder sonst Kleinkind, Grosskind? Grosskind haben wir, ja, natürlich. Haben Sie schon etwas gekauft für Sie? Nein, noch nicht. Gerade haben wir den Tag beraten mit der Frau. Arbeiten Sie denn auch am Montag? Wir arbeiten durch, ja. Aber dann haben Sie ein bisschen Ferien? Nein, das gibt es bei uns nicht. Wir von Stadt aus, die Winterdienst machen, dann gibt es keine Ferien. Wir haben 4 Tage frei. Okay, dafür machen Sie länger Sommerferien. Ganz genau, ja. Das lassen Sie weiter machen. Schöne Festtage. Merci für mal. Danke. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Grüß dich auch. Darf ich Sie noch fragen, was machen Sie genau? Ich mache hier die Löcher noch zu. Aber jetzt ist ja gleich Weihnachten. Wollen Sie nicht lieber auf die Weihnachten ein bisschen Pause machen? Oh, das wäre schon eine gute Idee. Aber das ist vom Schnitzen, jetzt die hier hochgedrückt. Oder? Und nicht, dass die Leute nicht gestülpen. Muss ich einfach provisorisch mit Kaltbelag ein bisschen zu tun. Ist es doch viel besser, wenn man schaut, dass die Leute nicht umgehen, dann können sie doch schön Weihnachten feiern. Ganz genau, das ist es so. Und dann, wenn es ein bisschen schneiden sieht, dann hat er nichts unter diesen Steinen unten, oder? Das ist natürlich extrem gefährlich. Das ist auch bei den Pflastersteinen so, gell? Das ist es so. Und vor allem jetzt hier ist es einfach das Problem der Würzen, oder? Die Bäume werden gängig grösser und dann werden die Würzen dementsprechend auch grösser und dann läuft es einfach aus, oder? Sind Sie denn zuständig für die Bäume im Langental? Nein, nicht direkt, einfach indirekt. Ich muss Reparaturen flicken bei der Mauer von der Gemeinde, oder? Und dann muss ich einfach diese Zeuge ein bisschen behandeln. Aber ich sehe, ihr habt das im Griff, ihr macht das sicher, he? Ja, ich habe das gesehen gestern, als ich hier ein Loch auf der Strasse geflickt habe, dass da einer reinkommt mit den Schnitzen. Dann habe ich das dem Chef gemeldet und dann wird das Zeug wieder in die Ordnung gemacht. Ich finde das immer schön, wenn es noch so Leute gibt, die das machen. Und zwar positiv gemeint, weil es ist doch ein Krampf, es ist ja eine schwierige Aufgabe. Und ich finde es schön, dass sie das machen. Ja, das ist schon so. Aber eben, manchmal läuft man noch ein bisschen Hammer mit derigem Zeug, wenn man manchmal Sachen sieht, die man machen sollte und nicht spezifisch schon mal gerade das macht, was man muss. Das gibt es eben auch, oder? Da hoffen Sie fast, dass es weniger Schnee gibt, dass man nicht so viel schnitzen muss. Ja, genau. Vor allem jetzt ist er erst gerade weg und jetzt kommt schon wieder das Kälberpflotsch, oder? Aber gelten Sie, eine weisse Weihnacht wäre auch schön. Wunderschön, ja. Sicher. Das wünschen wir uns beide, gelten Sie. Genau. Das schöne Weihnachten. Oh, danke gleichfalls. Merci vielmals, danke. Sally, wie ist dein Name? Ich will zuerst schnell parkieren, dann können wir reden miteinander. Ist gut? Ja, weißt du, ich habe eine Frage, und zwar, ob ich den Parkplatz hätte dürfen haben? Ja, in welchem Zusammenhang? Weihnachten ist mir doch so gutmütig, oder nicht? Ja, kann schon sein, ja. Aber ich bin ja nicht mit dem Auto gekommen. Nein, es war auch ein Scherz. Gell? Ja, aber gell, Weihnachten ist eine stressige Zeit und so. Wie empfindest du Parkplätze und Leute, die umeinander rennen? Ja. Wie empfindest du das? Also für mich ist Weihnachten nicht stressig, das kann ich immer so sagen, weil es macht sich jeder Stress selber. Das ist sehr gut formuliert, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Genau, ja. Und das auf den Parkplätzen, das ist nicht nur wie die Weihnachtszeit, so, das ist das ganze Jahr so. Und du musst dich jeden selber in der Nase nehmen. Ja. Schöne Weihnachten! Schöne Weihnachten, merci. Franken Shop, vielleicht finde ich sogar noch für meine Familie über die Weihnachten noch ein Geschenk. Kommt doch mit! Okay, gehen wir schnell schauen. Gut sein miteinander. Grüß dich. Darf ich Sie etwas fragen? Nicht so schüch sein. Okay, lieber nicht. Grüß dich wohl. Wer ist die Chefin hier drinnen? Frau Chefin, ich habe eine Frage. Nicht? Vize? Halbvize?
das ist sehr viel wert. Wie ist euer Name? Friedli. In Ihrem Geschäft? Nein, auf Schweiz 5. Frau Friedli, was verkaufen Sie am meisten in Ihrem Geschäft? Kleider. Alles für 20 Franken? Nein, nicht ganz. Das ist so gestanden, wie ist das? Also Kinderkleider. Ah, Kinderkleider. Franken, ja. Und bei den Damen haben's, und bei den Herren hat es einzelne Sachen, die 20 Franken sind und die anderen sind halben Preis. Was wird in Langenthal am meisten gekauft? Hier in Ihrem Geschäft? Oberteile. Für Kinder. Und Erwachsene. Und Erwachsene. Tun wir ein bisschen abweichen auf die Weihnachten. Wo feiern Sie die? Daheim. Mit der Familie? Mit der Familie, genau. Gibt es da auch unter dem Weihnachtsbaum ein Geschenk von hier? Nein. Müssen Sie auch nicht ehrlich sein. Ganz schöne Festtage wünsche ich euch. Merci, gleichfalls. Ah, ist das schön. Ich sehe gerade eine Dame, die für mich ein Geschenk gekauft hat in Langenthal. Ich würde sie gerne fragen, was sie für mich gekauft hat. Grüezi, Entschuldigung. Wie ist euer Name? Corinne. Corinne, hast du eine Frage bei der Jusy Freimi? Wir sind in Langenthal. Es hat wunderbare Geschenke. Nicht Geschenke, sondern Geschäfter. Und ich habe gesehen, du hast etwas für mich gekauft, gell? Nein, nicht ganz für dich. Für die Familie, Corinne? Ja, genau. Was gibt es so unter dem Tannenbaum bei deiner Familie? Parfüm für meine Tochter, Spielsachen natürlich, was sie sich so gewünscht hat. Ja. Corinne, was würdest du mir schenken, wenn du mir etwas müsstest schenken? Oh, eine Krawatte. Eine Krawatte? Danke vielmals und schöne Feste. Danke gleichfalls, merci. So, jetzt gehe ich ein bisschen an die Wärme. Jetzt mag ich nicht mehr. Ich gehe im Anor an die Wärme. Vor der Weihnachten. Ja, genug. Das ist dort scheint mir jemand nicht zu arbeiten, gehen wir schon fragen. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Mögen Sie noch arbeiten vor den Weihnachten? Ja. Ist das arbeiten? Nein, ist ein bisschen Scherz. Wo feiern Sie Weihnachten? Daheim. Und den Ehering für den Mann haben Sie schon geschenkt? Und Sie geheiratet? Nein. Aber es wäre ein gutes Geschenk, gell? Das wäre ein sehr gutes Geschenk. Ihr für Dame oder Herren? Wie? Ihr für Dame oder Herren? Für Dame. Was kostet so ein Ring? Es kommt darauf an. Verschiedene Preise. Also von 10 Franken bis 1000, oder? Bis 100. Ich wünsche euch ganz schöne Festtage und erholsame vor allem. Sie gleichfalls. Haben Sie gewusst, dass ich ab und zu an Weihnachten gerne Zigarren rauche? Grüße euch. Haben Sie gewusst, dass ich an Weihnachten eine Zigarre gerne rauche? Ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht. Ich wollte nur fragen, ob Sie wissen, wie Zigarren rauchen. Ich tue es auf jeden Fall über die Weihnachten. Und das ist mein Lädchen. Kommt doch mit in Langenthal. Hallo zusammen. Das ist der Ernst, Ladenbesitzer. Ernst, es ist eine Überraschung, dass ich dich schnell interviewen komme. Ernst, für Schweiz 5, was ist das begehrteste Weihnachtsgeschenk bei dir im Laden? Es hat zwei, eine gute Zigarre oder einen schönen Whisky. Der Whisky, wie heisst er? Das ist Langenthun Whisky. Wollen wir den schnell zeigen? Langenthun Whisky. Der Kameramann schwenkt schnell ab. So. Wir sind zwar hier gerade am Bedienen. So. Das ist hier. Wird hier in Langenthun produziert, gell? Vom Baumberger Hans. Und es ist ein guter, bäumiger Whisky. Habe ich auch schon bei dir, gell? Ja. Jetzt hast du hier aber noch Zigarren. Christian, vom vielen Sortiment an Zigarren. Was wird denn so geraucht über die Festtage? Also eigentlich Kubaner, wie wir es gesehen haben. Dominikaner, Davidoff. Eigentlich Honduras, Zigarren, Nicaragua, alles was wir hier haben. Es gibt eigentlich keinen klaren Favorit. Ich hoffe, dass jeder sein richtiges Zigarren findet und es kann geniessen. Vor allem jetzt über die Festtage sowieso, ja. Gell? Lass, du hast hier hinten noch ein Räumchen, wo sie können sogar nach einem Kauf oder sonst auch konsumieren. Und zwar Zigarren, gehen wir schauen. So, da habe ich auch schon ein paar Minuten oder eine halbe Stunde oder Stunden verbracht, gell, Christian? Es ist immer ein schönes Gefühl hier. Man wird hier entschleunigt. Da gibt es keine Hektik, da ist Ruhe und Friede, Freude, Pustekuchen. Man kann es geniessen hier.
bei einem schönen Whisky oder bei einem Glas Wein, ein Bierli. So wie wir es kennen, gell? Wie wir es kennen, ja genau. Christian, wo feierst du Weihnachten? Ich feiere Weihnachten seit Jahrzehnten bei einem Schulkollegen, der auch Trauzeugen ist. Und wir sind immer bei ihm eingeladen an Weihnachten. Und Silvester? Silvester gehen wir irgendwo etwas essen und dann sind wir daheim. Und dann wird auch etwa noch Schmine angeführt und um 12 Uhr angestossen. Und dann tue ich nach 14 Tagen durcharbeiten, dann ganz gerne die Beine ein bisschen hochlagern und schlafen. Wahrscheinlich wie ich, gell? Ja. Christian, tust du eine Zigarre und ein Schlückchen Wein oder einen feinen Whisky trinken über die Festtage? Ja, das passiert ganz sicher. Was empfiehlst du so? Beim Whisky weiss ich es noch nicht, weil ich verschiedene daheim habe. Ich muss ja gerne degustieren, das ist noch schön an meinem Job. Bei der Zigarre dürfte es auch ein Davidoff Nummer 2 sein. Gut, liebe Zuschauer, jetzt wisst ihr, was es gehört. Wir wünschen dir ganz schöne Festtage. Danke vielmals, Christian. Ich muss mich wieder, glaube ich, eindecken oder vielleicht für ein gutes Geschenk über die Weihnachten oder Neujahr. Ich glaube, das ist in Langenthal ein passender, peppiger Laden. Gehen wir schnell schauen. Hallo zusammen. Wir sind von Schweiz 5. Wer bist du? Kausika. Ich kann niemanden bedienen. Ist der Chef aber da? Darf ich Sie etwas fragen? Sie ist am Bedienen. Macht sie es gut? Super, ja. Ist das ein Geschenk, das Sie kaufen für euren Mann? Nein, für einen Sohn. Was haben Sie sich so vorgestellt über die Weihnachten? Eben irgendwie ein schöner Bulli. Darf ich mich auch ein bisschen beraten? Ich bin von der Modenbranche, komme ich eigentlich. Ist wahr. Oder darf ich nicht? Nochmal, schon. Schweiz 5, Giuseppe Catalano im Einsatz. Suchen Sie etwas eher Warmes oder Sportliches? Ja, eher etwas Sportliches. Also Fallkragen ist im Moment ja in. Und vor allem jetzt, wo es so viel Schnee gab und kalt war, passt es auch vom Material her. Haben Sie sich auch noch vorgestellt, ein T-Shirt darunter? Nein, das auch weniger. Das habe ich schon versagt eigentlich. Aber ich kann euch sagen, die Farben passen sehr gut zu einer blauen Jeans. Was haben Sie sich so vorgestellt? Eben schon so, zu den Jeans. Also ich bin doch nicht so schlecht eigentlich. Nein, ganz sicher nicht. Darf ich fragen, die Kosten von dem Pullover, den Sie jetzt gerade ausgeben? Der ist 89 Franken. Ist eigentlich für ein Weihnachtsgeschenk. Bleibt noch drin. Auf alle Fälle, ja, sicher. Wissen Sie was? Ich lasse Ihre Arbeitsstelle noch frei und lasse Sie weiter bedienen von Ihrer Gelle. Ja. Ganz schöne Festtage. Ja, merci gleichfalls. Dir auch. Merci auch. Schönen Tag. Gleichfalls, merci. So, und jetzt geht es ein bisschen chinesisch oder thailändisch, glaube ich. Hallo, konnichiwa. Hallo. Wie ist dein Name? Tomla. Also nicht Tombola, sondern. Somla. Somla. Ah. Irgendwie einfach Somla. Das klingt aber auch sehr gut. Wo feiern Sie Weihnachten? Weihnachten dabei suchen Mama. Ah, gehen Sie wo hin? Zürich. Bei Zürich. Also, bei Zürich. Ja. Mein Kameramann tut mir übersetzen, das ist wunderbar. In Zürich. Ja. Habt ihr auch Weihnachtsbäume in eurer Kultur oder wie feiert ihr Weihnachten? Sie langsam. Ah, ja, also sie hat Stöpsel in den Ohren, da kann sie mir logisch nicht hören. Aber ich kann es langsam machen, kein Problem. Habt ihr Weihnachtsbäume in eurer Kultur oder Palme? Bitte? Jingle Bell, Jingle Bell. Weihnachtsbaum? Zu Hause. Ah, habt ihr zu Hause? Ja. Habt ihr viele Geschenke? Ja, nur da, diese Schwester, diese Geben, diese Schokolade, diese Blumen, da zusammen. Blumen, Schocke, habe ich verstanden. Habt ihr auch zum Beispiel spezielle Geschenke aus eurem Land? Ja, zum Beispiel süß-sauer oder Reis. Oder ja, kann, schon, oder? Schon. Ja, ich Menü, diese Geschenk, diese rot-grüne Poulet mit Reis. Also, seit unter einem Tannenbaum hat sie... Sie wird nicht meinen, sie springen davon.
Ich bin der Sammy Klaus in Langenthal oder aus Langenthal. Der Sammy Klaus von Onyx TV, das bin ich. Und zwar nimmt mich Wunder, wo sie Weihnachten feiern. Feiern sich mit einem Freund. Machen wir ein Wett. Die rechte hat keinen Freund und die linke hat einen Freund. Wetten. Hallo zusammen. Hoi. Darf ich dich etwas fragen? Hast du einen Freund? Nein. Mit wem feierst du Weihnachten? Mit meiner Familie. Hat sie einen Freund? Ja. Ich habe es gedacht. Wie ist dein Name? Excuse, einen Augenblick kurz. Iride. Iride, hast du einen Freund? Könnten Sie kurz warten? Das ist ein wichtiges Telefonat. Selbstverständlich machen wir das. 3 Minuten. 1, 2, 3. Ich habe dem Fall gewonnen, weil ich gewettet habe, dass du keinen Freund hast und dass sie einen Freund hat. Okay. Habe ich ihr jetzt Weihnachten versaut? Nein. Das wollte ich wirklich nicht. Nein. Sind ihr aus Langenthal? In Aarwangen. Ja, das ist ja fusioniert. In Langenthal, ja. Was gefällt dir an Weihnachten sehr speziell? Weiss auch nicht. Geschenke, der Schnee. So kuscheln vor dem Feuer. Es geht. Nein. So, lieber Party machen. Nein, auch nicht. So fester wo? In einem Camp. Ist es ein bisschen kalt? Nein. Also jetzt, ich wünsche dir ganz schöne Weihnachten. Viele tolle Zeiten. Und ich hoffe, wir haben deine Kollegin nicht verrückt gemacht. Ja, nein. Was feierst du eigentlich Weihnachten? Ich feiere eigentlich daheim mit der Familie, am Heiligabend, am Sonntag das Gleiche. Und dann kommt Silvester, da mache ich eigentlich das Gleiche. Ja. Ich hoffe, du auch. Ja, genau, so ist es eigentlich. Erwartest du viel Geschenke? Ja, etwa mittelmässig, so wie immer eigentlich. Was ist so die oberste Priorität bei der Wunschliste? Bei der Wunschliste, Entschuldigung. Also, ich meine jetzt etwa so, vom Christkindli etwa so, 5 Päckchen, von den anderen bekomme ich auch so eins immer. Von kommst, jeder Person. Da. Kommst du von Freunden auch Geschenke über? Ja. Also von der Schule habe ich immer, als klein, als ich bisschen, noch kleiner war, habe ich immer Geschenke bekommen. Was machst du jetzt, wenn du mal älter wirst? Das wirst du automatisch. Was wünschst du dir? Kannst du nicht einfach liegen oder etwas wünschen? Was wünschst du dir? Nein, nein, also Lego wünsche ich mir eigentlich auch nicht. Also, dann zum Beispiel so einen guten Zirkus oder für Hausaufgaben etwas zu machen oder so. Oder einfach so Spiele oder ja, so etwas. Meine lieben Zuschauer, die haben es gehört, ein Zirkus. Ein anderer würde sagen, ein Gameboy oder sonst irgendetwas. Ich glaube es nicht. Bravo, bravo. So. Du bist Zukunft für die Langenthaler Jugend. So, und ich liege in meinem Weihnachtssessel und genieße meine Festtage hier. Nein, natürlich Scherz. Ich danke euch ganz herzlich. Schaut uns wieder ein, Onyx TV, und ganz schöne Festtage. Und ein gutes neues Jahr.